Tatort, Hackel, wie war der mit Joshua Kimmich? Ferdinand Hofer, 29, Eberhofer Krimis, spielt seit nunmehr 9 Jahren im Tatort Kali Hammermann. Den Assistenten der Münchner Ermittler Ivo Bartik, Miroslav Nemec, 68, und Franz Leitmeier, Udo Wachtfeitel, 64. In der neuen Ausgabe, Hackel, 12.03, 20.15 Uhr, das erste, hat der Schauspieler ein paar für ihn ganz besondere Szenen mit Gaststar Joshua Kimmich, 28, wie es zum Dreh mit dem Fußballstar kam. Wer dabei besonders aufgeregt war und welchen weiteren tatortfremden Star er gerne mal in einer Gastrolle begrüßen würde, verrät Ferdinand Hofer im Interview mit Spot on News. Ferdinand Hofer, es war wohl mehr oder weniger Zufall. Irgendwie ist bekannt geworden, dass Joshua wohl ein Fan des Münchner Tatorts ist. Im Drehbuch gab es die Rolle des Fitnesstrainers Kenny und dann hat der Bayerische Rundfunk bei Joshua nachgefragt, ob er denn Interesse hätte, die Rolle zu übernehmen. Nachdem er dann zugesagt hatte, ist uns die Idee gekommen, dass Kali ein Fan von Kenny werden könnte und der ihn inspiriert, sich mehr für seine körperliche Fitness zu interessieren. Dazu wurde das Drehbuch dann extra nachträglich noch angepasst. Hofer, ich finde, den Fitnesscoach Kenny hat er absolut souverän gespielt. Hofer, ich habe vor dem Dreh nochmal alle Fußballtricks aus meiner aktiven Zeit geübt. Lacht, der gemeinsame Dreh hat mir sehr gut gefallen. Es hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir hatten eine schöne Zeit am Set. Vielleicht braucht Kali ja bald mal wieder einen Fitnesscoach. Hofer, natürlich war der Dreh schon etwas Besonderes, schließlich dreht man nicht alle Tage mit einem Fußballprofi. Dementsprechend war ich schon ein bisschen aufgeregt. Aber dadurch, dass Joshua eher selten an einem Spielfilmset steht, war das für ihn auch etwas Neues und unsere Aufregung hat sich, glaube ich, ganz gut ergänzt. Hofer, klar gab es einige Fußballfans im Team. Und man hat definitiv gemerkt, dass es etwas Besonderes war, Joshua am Set zu haben. Die Besetzung von Joshua als Fitnesscoach Kenny wurde bis zum tatsächlichen Drehtag aber streng geheim gehalten. Ich hatte die Tage davor immer wieder damit zu kämpfen, mich am Set nicht zu verplappern, wer den Coach spielt. Hofer, persönlich habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung im Fitnessbereich, aber dafür bin ich ja Schauspieler geworden. Dass ich im Spiel Behauptungen aufstellen kann, von denen ich im echten Leben keine Ahnung habe. Hofer, Fitnessstars folge ich keinem direkt, aber selbstverständlich anderen Sportlerinnen und Sportlern wie Manuel Neuer, Felix Neureuther oder Maria Höfl-Riesch. Ich finde an Sportlerinnen und Sportlern bewundernswert, mit wie viel Ehrgeiz und Ausdauer sie ein Ziel verfolgen. Das ist eine gute Inspirationsquelle für meine eigene Motivation, Ziele zu erreichen. Hofer, um gleich beim Thema Sport zu bleiben, vielleicht Felix Neureuther als mordenden Skiliftbetreiber oder Angie Kerber als verdächtige Tennisschiedsrichterin?